Allensbach. Hier sitzt das Meinungsforschungsinstitut und da stehe ich am Bodensee. Die nächsten beiden Tage werde auch ich mir eine Meinung bilden können über eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen Deutschlands, Gabi Hauptmann. Ihr bekanntestes Buch, Suche impotenten Mann fürs Leben. Ich fühle mich natürlich nicht angesprochen. Gabi Hauptmann schreibt Frauenromane und Pferderomane, also Bücher über elegante, schwer zu zähmende Wesen mit eigenem Kopf und Bücher über Pferde. Beides übrigens mit großem Erfolg. Allein in Deutschland verkaufte Gabi Hauptmann über 6 Millionen Exemplare. Sie hat eine Tochter und lebt schon immer am Bodensee. Ihre Mutter wohnte bisher nebenan. Zurzeit hilft Gabi ihr beim Umzug in ein Seniorenheim und dennoch findet sie auch Zeit für mich. Hier muss es sein. Hallo? Wer stört? Ich bin's und ich komme. Hallo? Pierre M. Krause. Gabi Hauptmann. Es ist mir eine große Freude. Freut mich auch, freut mich auch. Und das freut mich auch ganz besonders. Ja? Also ein Mann, der Blumen bringt, der darf immer rein. Das zieht doch immer noch. Das zieht wirklich. Sehr schön. Zumal passt jetzt gerade immer. Und Sie wollen einziehen, sehe ich gerade. Also wollen Sie dauerhaft einziehen oder nur diese Nacht? Ich habe gerade gesehen, wie Sie hier wohnen. Ich würde mich an dauerhaft gewöhnen können. Okay, passen Sie auf. Das ist Ihr Schlafzimmer heute Nacht. Das hier? Ja. Das ist doch kein... Das ist ein Gästezimmer? Das ist unser Partyraum. Sie haben also in die Richtung. Und wer dann nicht mehr fahren kann, also in dem Fall fahren darf, das sind dann Sie heute Nacht, dem wird dann hier das Bett gemacht. Das wird reingeschoben und es gibt also eine lauschige Nacht. Und damit Sie ungestört sind, haben wir hier noch ein Vorhängchen, das ziehen wir dann zu. Ach toll. Das ist Badezimmer. Das ist ja der Hammer. Ich und wenn es Ihnen langweilig wird, dann gehen Sie einfach wieder zur Bar, der Kühlschrank ist dahinter und Sagen Sie doch sowas nicht. Ja, doch, das sage ich. Da ist nicht so arg viel drin. Das meiste haben wir oben. Das ist ja ein toller... Darf ich meine Jacke ausziehen? Ja, klar, alles. Fangen Sie schon mal an. Ja, ich wollte schon an, locker zu werden. Ist ja der Partyraum. Ist der Partyraum. Ne? Wollen Sie schon was trinken? Was trinken Sie denn? Ich würde fast sagen, Sie trinken wahrscheinlich Champagner, oder? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Ja, okay. Wollen wir das machen? Dann gehen wir aber hoch in den Kaminraum. Da verstehen Sie die Welt. Verstehe ich die Frage ja schon nicht. Ja, ja klar. Kaffee haben Sie ja schon hinter sich. Sie sehen ja schon etwas ausgeruht aus. Also so, die Äuglein blitzen schon, also dann geht's ja schon. Das täuscht. Sie machen mich also erstmal betrunken. Das ist die Masche. Als erstes betrunken. Ja. Aber genau. Sie, da lasse ich mich gern drauf dann ein. Dann frage ich Sie nach diesem M in der Mitte. Ja. Weil das ist ja so amerikanisch. Ich heiße auch nicht Gabi D. Hauptmann, obwohl ich Gabi Dagmar heiße. Ja, bei mir ist es so, dass der Vor- und der Zuname nicht so gut zusammenpassen. Das ist wie Jacqueline Müller. Und dann habe ich dieses M als optische Brücke eingebaut. Und ein bisschen auch, um so eine Johannes B. Kerner-Karriere hinlegen zu können. Das verstehe ich. Marcel ist der Zweitname. Ach, Marcel? Genau, der ist auch Französisch. Wieso sind Sie so Französisch? Weil die Eltern gerne Rotwein saufen. Das ist aber auch alles, was mit Frankreich zu tun hat, tatsächlich. Ich habe jetzt aber eine kleine Flasche und das ist jetzt ein Österreicher. Ja? Also, das ist kein Champagner, weil sonst sind wir ja nachher eine große, schaffen wir nicht. Das ist ja ein witziges Teil. Ach, süß. Oder? Es ist süß. Das machen wir. Hat sogar so einen süßen kleinen Reißverschluss, gell? So was zum Ausziehen. Sehr gut. Das fängt super an. Darf ich noch eine Kleinigkeit? Einen Augenblick, ich hole mal ganz kurz was. Ich habe nämlich noch ein Geschenk mitgebracht. Oh, ja. Noch ein Geschenk? Das habe ich doch Blumen gekriegt. Das hört nicht auf. Apropos Blumen, Mensch. Drei Geschenke. Die Blumen, aber dann das schnell. Hier und ich. Dann bin ich gespannt. Dann machen wir das Gläschen gerade auf. Ach Gott. Jetzt stell ich Ihnen aber erstmal meine beste Freundin Mitarbeiterin, die Heidi vor. Heidi Zell. Ja, hallo Frau Zell. Hallo. Zell wie die Zelle. Zell, okay. Das heißt, Sie haben hier... Hier arbeite ich. Hier arbeiten wir. Also sie arbeitet mehr als ich. Viele Schriftsteller haben ja sagen, ich schreibe nur mit der Hand, ich schreibe nur mit einer alten Schreibmaschine und so. Ich habe keine Rituale. Ich bin Journalistin und ich bin es gewöhnt, mit der Zeit zu arbeiten. So viele Jahre beim SWR aktuell, da kannst du ja nicht sagen, okay, jetzt warte ich mal auf die ziehende Wolke. Und wenn mir dann was eingefallen ist, dann schreibe ich von Hand, wie es sein könnte. Ja. Das geht dann schon schnell.
Gibt es öfter mal so versteckte Hints so in den Büchern, wo nur derjenige versteht, der angesprochen ist? Ich glaube, also ich mache jedem immer eine Freude, das sind jetzt über 30 Bücher, wenn ich den mal irgendwo so reinpacke. Also merkst du dann auch daran, wer es gelesen hat und wer nicht, wer dann draufkommt, dass er irgendwo da drin ist und Spaß dann hat, wenn er es liest. Das ist ein bisschen wie beim Fernsehen, wenn man mit jemandem ausmacht, dass ich so geheim winke. So, ne? So, genau. So ein bisschen ist genau das. So. Das weiß nur die Krause, eine Person. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich bin ja in meinem neuen Buch Krause. Oh, darf aber ich vorkommen? Pierre Marcel wär möglich. Aber ich wäre dann wahrscheinlich so ein fieser Mann, ne? So ein fieser Typ. Es gibt ja auch nette Männer. Also, soll es geben. Also auch im Leben. Ja, aber in den Büchern braucht es natürlich auch ob der Dramaturgie so ein bisschen den Arsch. Den muss es geben, ne? Ja, auch, es gibt ja auch weibliche Ärsche. Na? Sind das die ganzen? Ja, genau. Das ist hier die. Das kann ich jetzt erklären. Die ganze Welt liest Gabi Hauptmann. Ja, nicht die ganze Welt, nur 34 Länder. Das ist ja unglaublich. Also das fand ich jetzt auch, weil. Liest man die nicht von hinten nach vorne? Aber dann weiß man doch schon, wer der Mörder ist. Und wie liest du die von hinten? Ja, das ist. Das ist ja voll. Vor allen Dingen, wenn man es lesen kann. Ja. Das macht doch nun ganz wenig an, oh, oder? Das ist aber schön. Das ist aber auch ein bisschen Bianca, könnte es auch sein. Ja. Dass man so am Bahnhof kauft für 50 Cent. Aber das sind die Polen, die fanden das total klasse. Und ich habe gedacht, hey, ich hab so das Gefühl, ich glaube, ich habe mir gerade das Knie operieren lassen. Und so eine saß bei mir auch am Bett und hat mir das Frühstück gebracht, weißt du, oder? So. Aber du bist verlagstreu, ne? Weil ja, ich bin sowieso ein teuer Mensch. Wenn mir jemand, also auch mit Regina Ziegler, die 6 meiner Bücher ja verfilmt hat, ja. Und beim 4. oder 5. hat sie gesagt, sie kann nur so und so viel bezahlen, sie ist ja mittelständischer und das würde so gut gehen, dass bestimmt ein Privater mehr bezahlen würde. Da kamen auch Angebote, die deutlich höher waren. Und dann habe ich auch gesagt, das haben wir 4 Jahre miteinander oder 4 Bücher miteinander gearbeitet. Warum soll ich sie jetzt verlassen, wo sie mir das so sagt? Ne? Weil sie hat ja meinen Marktwert erhöht. Und wenn du dann den hohen Marktwert hast, wie bei den Fußballern, ja. Dann sagst du dann zu deinem Trainer nachher, du tschüss, hast viel für mich gemacht, aber jetzt gehe ich mal. Oder bei den Tennisspielen. Was eigentlich üblich ist. Ne? Was üblich ist, aber was eigentlich gemein ist. Ne? Ja. Weil der eine baut dich auf und der kriegt dann nachher den Tritt, so nach dem Motto, ha, jetzt bin ich ja wer und jetzt habe ich Geld und jetzt kann ich mich umorientieren und jetzt kann ich noch mehr Geld machen mit anderen Leuten. Jetzt bist du mir das nicht mehr wert. Und das finde ich eine schlechte Haltung und deswegen bin ich ein treuer Mensch. Gabi. Pierre. Dagmar. Marcel. Dagmar? Jetzt kommen. Achso, ich dachte okay. Pierre, ehemals Dagmar, vor der Fernsehkarriere. D-Punkt würde aber auch gut gehen. Sind wir jetzt bei du? Jetzt sind wir bei du. Das freut mich sehr. Küss mich. So schnell ging es noch nie. Ne? Ja, kaum ist Alkohol im Spiel, schon ist der Stein im Rollen. Wo wir es gerade von Handwerklichkeit, ich habe hier noch ein schönes Trash-Geschenk dabei. Bitte bewerte es nicht über. Aber ich dachte, es ist ein schönes Symbol für die Aussage, selbst ist die Frau. Eine Aussage, die in deinem Schaffen sehr oft dann vorkommt. Ist es ein Bohrer, habe ich schon mal bekommen, von dem damaligen Ministerpräsidenten zu meinem 50. Geburtstag. Habe ich einen Bohrer bekommen. Einen richtig tollen Brrrr. Von wem? Von dem damaligen Ministerpräsidenten. Der hieß damals Oettinger. Von Oettinger? Siehst du mal, das habe ich doch geahnt, oder? Oh, jetzt habe ich keine Brille auf der Nase. Ein bisschen trashig, aber es ist ein. Nein, das ist scharf. Ja, das finde ich ja mal scharf. Ja. Ja, das ist ja klasse. Da, ne? Und die habe ich gerade bei meiner Mutter, wir räumen gerade die Wohnung meiner Mutter aus, die habe ich gerade alle gesammelt, weil ich gedacht habe, ich habe nie diese Imbusschlüssel. Jetzt habe ich welche. Das ist natürlich, weil du nicht bei IKEA einkaufst, ne? Unser eins, der seine Möbel bei IKEA bezieht, hat massig Imbusschlüssel. Das stimmt. Ja. Nee, bei mir ist alles massiv. Oh, Jesus Gott! Bei mir ist alles massiv. Das würde ich mich nie trauen bei mir zu Hause. Ich, da ist doch jetzt eine Delle drin. Ja, aber das kann man ja nicht sehen, also eine Tischdecke drüber. Okay. Ah, jetzt kommt auch die Sonne, weißt du? Jetzt wird das nämlich richtig gut. Wie kommt man an so eine Immobilie? Also das ist ja, das kriegst du ja bei ImmoScout nicht, nee. Steht die ja nicht, ne? Nee. 20 Jahre. Also ich war dritte Reihe, als ich noch Volontärin war. Dann war ich in Lindau mit meinem Pressebüro, dann kam ich zurück.
Dann war ich irgendwann zweite Reihe, dann kam wieder was dazwischen und dann war ich da drüben zwei Häuser weiter in einer 50 Quadratmeter Wohnung ganz, ganz viele Jahre. Und so kam ich in die erste Reihe und dann habe ich einfach immer die Ohren aufgemacht und irgendwann habe ich das ganze Ding gekauft und meine Mutter wohnte bis jetzt da drüben in dem weißen Haus. Ach, das ist aber schön. Und das ist jetzt gerade zu vermieten. Wo wohnt Martin Walser eigentlich? Der Martin Walser wohnt in diese Richtung, würde ich mal sagen, so ganz grob, aber auf der anderen Seeseite. Der wohnt in Nussdorf. Bei Überlingen. Aber theoretisch kannst du da ein Boot dahin fahren. Boot hinfahren, ja, tatsächlich. Auch praktisch, habe ich schon gemacht. Das ist grandios. Also auch ein toller Gastgeber, also vor allen Dingen seine Frau, Käthe auch. Und dann gibt es ein schönes Gläschen. Er trinkt sehr gern Rotwein. Und naja, und dann musst du halt um die Wasserschutzpolizei rumfahren, wenn du wieder heimfährst. Kontrollieren die tatsächlich? Die kontrollieren schon auch. Ja? Ja, ja. Das ist die Hauptmann, kannst du passieren lassen, die trinkt nichts. Das ist übrigens die Reichenau, ne? Falls du dich hier überhaupt nicht auskennst. Ehrlich gesagt, hier geht so die Sonne auf und dann kommt es so langsam hier im Verlauf. Und das ist die Liebesinsel, das ist das Ende der Mittenau. Die nennt man Liebesinsel, weil die ist so ein bisschen Naturschutzgebiet. Und da haben sich früher die Liebespärchen immer getroffen. Oh. Das lässt sich mit dem Boot gut anfangen. Fahren wir da heute auch noch hin? Nein, wir fahren da heute, glaube ich, nicht Schade hin. Schade eigentlich. Weil so weit sind wir noch nicht. Wo ist denn dein Boot? Jetzt kann ich das sehen. Kann ich dein Boot sehen von hier? Also mein Boot ist schon in der Werft, weil das ist ja so ein langes, schmales Teil. Das muss ganz nach oben. Und wo ist es normalerweise? Normalerweise hängt mein Boot an der dritten Boje da. Und das hier ist mein Beiboot. Da steht nämlich Amazönchen drauf. Und mit dem Amazönchen rudern wir zur Amazone. Und dann fahren wir los. Verstehst du? Wir müssen rudern? Nein, ich glaube heute, nachdem Heidi Zeller ihren Mann fragt, der hat einen Motor dran. So habe ich mir das vorgestellt. Durch edlen Schaumwein gestärkt begeben wir uns auf Bootstour. Mit Kapitän Peter, dem Mann von Gabis Assistentin. Hallo Peter. Hey, das ist Peter. Hallo. Ja, ich bin Peter. Peter fährt uns jetzt quer über den See. Da muss man gucken, dass wir im Wasser sind. So. Oh, jetzt guck nicht so blöd. Sweet. Ja. Ja, wir sehen toll aus. Wir sehen toll aus. Dann, Ladies First, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Nö. Man kann sich ja tatsächlich nicht festhalten, ne? Sekunde, ich muss nur mein Handy versenken. Oh, ist schon frisch. Findest du jetzt? Ja, aber... aber super schön. Ja. Super schön. Sag mal, wann war denn für dich der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt Schriftstellerin werden und zwar hauptberuflich? Weil du hast ja eine Zeit lang sehr viele Dinge parallel gemacht. Naja, ich hatte dann den impotenten Mann geschrieben und hatte plötzlich zu meinen Dreharbeiten für den HR und für den SWR und zu den Schnittzeiten und so plötzlich immer noch Leseauftritte. Also ich habe beispielsweise in Dülmen noch gedreht für den HR und abends hatte ich in Jever eine Lesung. Und so ging es die ganze Zeit. Dazu hatte ich eine zweijährige Tochter und alles musste irgendwie jongliert werden. Und dann hatte ich in Stuttgart bei einer Lesung plötzlich solche Hitzewallungen und dachte mir, was, schon jetzt, oder? Ja. Aber nein, es war eine nicht erkannte Lungenentzündung. Ja. Und als ich dann bei meinem Chefarzt war, am nächsten Morgen habe ich mich sogar noch entschuldigt, weil ich war schon halb im Delirium, sagte der mir, drei Tage später hätten sie mich nicht mehr retten können, weil die Lunge schon total zu war. Und da lag ich dort mit so einem Gerät und dann gab es Verdacht auf Lungenkrebs. Ich habe noch nie geraucht, außer Zigarre. Und dann dachte ich mir so, für irgendwas musst du dich jetzt entscheiden, weil ich war die letzten drei Monate vor Weihnachten nicht mehr zu Hause, nicht ein einziges Mal. Und da ich im Krankenhaus lag, habe ich es noch ausgenutzt und habe dann nur ein toter Mann ist ein guter Mann geschrieben und habe dann auch den Chefarzt immer gefragt, wie Männer dann eigentlich, wenn sie Gift kriegen oder so, auch wirklich sterben. Ja. Und das war natürlich praktisch. Wie sterben denn Männer, wenn sie Gift kriegen? Denen läuft genau wie den Frauen Schaum aus dem Mund. Ah, okay. Aber sie jammern mehr dabei wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich im Naturell. Ja. Hörst du? Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich hier mit freiem Oberkörper wieder... Aber ich will nicht zu viel Erotik hier reinbringen. Ja, das verstehe ich dir die Show, das möchte ich nicht. Das wäre blöd. Das möchte ich auch nicht wirklich haben. Ja. Verstehe, ja. Weißt du was, ich habe mit 16 gesagt, mit 26 habe ich einen Porsche, das habe ich geschafft. Mit 34 habe ich ein Kind, das habe ich geschafft. Mit 40 habe ich gesagt, ich will nicht aufhören zu arbeiten. Das ist beim Wollen geblieben. Ich wollte gerade sagen, dann müsstest du ja nächstes Jahr aufhören. Wie süß. Yeah. M. Punkt.
Ist dir schon richtig kalt, braucht man Glühwein vielleicht. Gibt's sowas? Bestimmt. Wenn ich da anrufe. Das ist Wahnsinn. Du bist sowas wie bisschen der Pate vom Bodensee. Du rufst irgendwo an und alles geht klar. Keiner stellt Fragen. Gabi Hauptmann, machen wir möglich. Martin. Und da ist er schon. Wir kommen nämlich schon ins. Da kommt schon ein Züchter. Ah, sehr gut. Martin, wir kommen! Ja, immerhin. Da ist er ganz draußen. Wir bringen nie mehr rein. Herzlich willkommen auf den Bereich, genau. Oh Mann, das ist ja. Hallöchen. Das ist ja super. Ein warmer Gruß vom Löchnerhaus. Ach, das ist lieb. Ja, danke schön. Das ist für solche Seefahrer, gell? Genau. Herzlichen Dank, hallo. Kann man brauchen. Hier, hallo. Dich muss ich küssen. Danke dir, Martin. Das ist aber total lieb, dass du das für uns machst. Ja. Wir sind in der Motorradgang, ne? Genau. Und in der Motorradgang muss man zusammenhalten, ne? Na, müsst ihr Rücksicht nehmen, weil sie die einzige Frau ist in der Truppe, oder zieht sie euch eigentlich ab? Also ich bin froh, dass ihr Rücksicht auf uns manchmal nimmt, ja. Ne? Weil sie fährt schon einen heißen Reifen. Ist das so, ja? Ankommt, ja? Aha. Das nächste Mal sitzt bei mir hinten drauf. Ja, also total gerne, ja, ja. Ich sitze, das ist irgendwie auch entmannend, aber egal. Ich sitze hinten drauf und halte mich an dir fest. Ich fände das sehr romantisch. Der moderne Mann sitzt auch mal hinten. Der moderne Mann, der kennt sowieso keine Skrupel mehr. Es ist mir aber ein großes Bedürfnis, auf unseren Steuermann auch noch mal zu trinken. Weil du Peter, du bist der Größte. Bei diesem Wellengang. Ja, aber wirklich wahr, ne? Wirklich ganze Arbeit geleistet. Martin, genau. Eine Schraube hat es gekostet, aber da. Echt? Haben wir eine Schraube kaputt gemacht? Ja. Es kam die Antriebsschraube. Die Antriebsschraube ist kaputt. Peter, du hast so viele Opfer gebracht heute. Das heißt, du musst zurückschwimmen und uns ziehen. Okay, oder Martin. Ich mach's. Mit halber Kraft und kaputter Antriebsschraube fahren wir zurück zu Gabis Haus. Langsam, aber sicher. Langsam ist eigentlich nicht so sehr Gabis Ding und deshalb fahren wir auch gleich mit ihrem Auto zur Lesung aus ihrem neuen Buch. Ich assistiere ihr gerne bei den Vorbereitungen und trage einen Schuh. Schaffst du das? Ja, natürlich. Einen Damenschuh tragen, das schaffe ich. Ich hoffe, das sieht, aber das steht ja irgendwie. Wie? Von der Farbe her. Du bist nicht die Erste, die das sagt. Das ist etwas. Nein, ich finde das. Nein. Ich meine jetzt nicht, dass du den tragen sollst, sondern wie du ihn trägst. Ja, ich wollte schon aus Reflex Champagner draus trinken. Hallo. Ja. Wir winken links und wir winken rechts. Winkt sie, weil sie und den sollen wir den durchlassen. Und ich hole mir jetzt so ein Leseteil, damit ich auch eingeben kann, in welche größere Stadt wir heute fahren und was wir tun und überhaupt. Ich dir irgendwie behilflich sein kann. Guck einfach da mal rein, da muss irgendwo sehr gerne da mal Lesebrille sein. Sollte die da nicht sein. Lesebrille? Dann musst du mir. Mensch, Gabi, ohne Etui, da kommt doch Kratzer dran. Ja, ja, genau. Eine? Da hast du völlig recht. Ich glaube, mir reicht eine im Moment. Die andere ist nur noch. Da ist noch eine andere. Was besser? Kannst du mal rechts gucken, wenn du gerade nichts zu tun hast? Rechts ist ein Bus, aber es ist frei. Kannst fahren. Ja, da kommt links kommt an, aber der will wirklich rechts rein. Das ist. Hier ist aber echt eine blöde Stelle. Ist ja schön, hier wird einem gewunken, man winkt. Jeder, du kannst überall hinwinken. Und was das winkt alles zurück. Da ist, auf dem Tacho ist ja 30 gar nicht vorgesehen, sehe ich gerade. Das Einzige, was ich auf dem Tacho sehe, ist, dass wir tanken müssen. Echt? Aber das ist doch ein Diesel, oder? Ja, genau. Ein Superdiesel. Jetzt geben wir mal die Gas und die mal ein bisschen abhängen da hinten. Yes! Und schon sind wir weg. Du magst Geschwindigkeit. Ja, du, also so ein Pferdchen braucht ein bisschen was unter dem Popo. Also absolut. Auch wie die Pferde auch. Das muss einfach, wenn du die Zügel hingibst, dann muss der Spaß haben, dass er Gas gibt. Ne? Wenn, er das nicht mehr mag, dann stimmt was nicht. Also mit dem Auto nicht und mit dem Pferd nicht und überhaupt. Ja. Ein bisschen auch, passt zu deinem Leben. Ne? Es ist einfach, es ist schnell. Es ist teuer und schnell. So. Ja, also ich versuche es ja immer etwas günstiger zu machen, aber ich schaff's nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Das ist wirklich ein Fluch. Ne?
Obwohl, du musst mal überlegen, mein Leben war ja nicht immer so wie jetzt, aber ich habe ja auch immer trotzdem so gelebt. Ich hatte immer, ich glaube, der spinnt. Es ist ja tatsächlich mehr die Beschleunigung als das Schnellfahren. So, ne? Die macht genau. Ja eigentlich Spaß. Das ist es. Das stimmt. Und es ist, ich verstehe es total. Das, ich bin ja auch nur ein Mann, weißt du. Ach, du bist ja auch nur ein Mann. Ja, dann haben wir doch was gemeinsam. Ja. Ne? Ja, wahrscheinlich habe ich da was Männliches mitgekriegt, das stimmt schon. Aber ich kann mir gut, du bist bestimmt, als Kind warst du doch bestimmt so der Kumpeltyp. Du hattest bestimmt viele Jungs als Freunde, oder? Ja, aber ich hatte auch eine Mädchengang. Ja? Und, aber meine Schwester, also es stimmt schon, ich hatte immer Autos zum Spielen und Indianer und sowas. Dafür bin ich dann mit 16 direkt zum Fahrlehrer und habe mich angemeldet für meinen Moped-Führerschein. Und meine Mutter ist direkt hinterher marschiert und hat mich wieder abgemeldet. Ne? Hat sie Angst gehabt? Nee, sie hat mir dann gesagt, jetzt Geld auszugeben für sowas ist blöd. Bekam ich einen Mofa, einen Zündapp, die konnte ich gut frisieren und die lief dann 70. Hat aber nicht für 70 gebremst, also lag ich mit der im Schnee öfters mal auf der Nase. Brannte mir zum Schluss auch ab, aber mit 18 durfte ich dann einen Motorradführerschein machen. Und das war dann schon klasse. Magst du Nervenkitzel? Ja, glaub schon. Ja. Stützt du dich jetzt rein und machst... Jetzt trinken wir was. Das ist sehr gut. Sehr gut. Aber wir gehen in die andere Richtung, glaube ich. Man nennt mich den menschlichen Bulldozer. Ich kann dir den Weg fragen. Wir schwimmen durch. Wir trinken etwas. Man braucht was zum Spülen, weil sonst geht gar nichts. Gell? Aber Sie haben ja nichts mehr. Nee, ist ja entsetzlich. Ich glaube, da hinten gibt es irgendwo eine Quelle. Seid ihr Fans und regelmäßige Leser von Hauptmann? Na, regelmäßig. Regelmäßig nicht, aber die bekannte Bücher haben wir gelesen. Welche zum Beispiel? Suche im potenten Mannes Leben. Ja. Wer hat es nicht gelesen? Ja. Ich. Vielen Dank. Suche im potenten Mann fürs Leben, das war der Moment, als ich von der einen Seite, nämlich des Fernsehmachens, auf der Seite, auf die andere Seite gerückt bin und dann auch plötzlich immer eingeladen wurde von Kollegen, die mich auf der Bühne haben wollten. Dann kam ich zu 3 nach 9 und wurde deswegen eingeladen, weil es da einen Ministerpräsidenten gab zu der Zeit. Der war gerade im Begriff, seine blonde Ehefrau gegen eine jüngere, aber ebenfalls blonde Ehefrau einzutauschen, die aber seine Currywürste liebte, im Gegensatz zu der ersten blonden Ehefrau. Und so wurde er eingeladen, ich eingeladen, dass ich ihn so ein bisschen frotzeln soll. Das gefällt mir, sowas mache ich gern. Und dann habe ich mich auch hingesetzt und habe also ordentlich gefrotzelt. Und er hat versucht, zurückzufrotzeln. Und irgendwann habe ich gesagt, so, Herr Schröder, sollten Sie jemals Kanzler werden, dann werde ich Familienministerin. Ja, und dann, wer hätte das gedacht, es geschehen Zeichen und Wunder. Und so wurde Herr Schröder Kanzler. Da dachte ich, so, jetzt muss ich mich in Erinnerung bringen, denn immerhin haben wir ja darüber gesprochen. Und schickte ihm mein damals neuestes Buch als Referenz. Nur ein toter Mann ist ein guter Mann. Und habe nie wieder was von ihm gehört. Schwäne im Blick auf den See. Kitschig, aber wahr. So schön ist es nur bei Gabi Hauptmann. Und nach so viel Männerbashing auf der Lesung kann ich etwas Harmonie gut gebrauchen. Da haben wir Kerzen angezündet zum Aufwärmen. Und die Kerzen müssen wir auch noch anzünden hier. Okay, pass auf. Was ist das? Kennst du dich aus mit Whisky? Ich bin überhaupt kein Whisky-Trinker. Und du bist kein Whisky-Trinker? Nee, ich kenn nur Wein. Riechst du das? Riecht schon lecker. Riecht schon ein bisschen nach Holz, ne? Riecht nach Holz. Je länger du riechst, dann wird er auch noch erdig. Und dann riecht er so ein bisschen nach Kartoffeln. Und wenn du das Gefühl hast, er riecht nach Whisky, dann trinkst du. Der riecht schon die ganze Zeit nach Whisky. Na gut, okay. Darauf habe ich gewartet. Herzlichen Dank. Lecker. Und spürst du, wie er so langsam runterläuft? Und merkst du das, wie du dich entspannst? Ja. Wie du anfängst, deine Jacke wieder zu öffnen? Ja, wie alles ich locker wieder, werde auch einfach. Ne? Wie du locker wirst. Ne? Der läuft runter und gleichzeitig auch hoch. So, genau. Ja. Der verteilt sich. Und jetzt hast du noch so ein bisschen hier in den Wangen, so innen drin. So, Ja. Und jetzt steigt dann die Augen, jetzt kriegst du nämlich glänzige Augen. Die. Und ich auch. Das ist das gute Zeug, ne? Ja. Ah, das ist schön. Verliebst du die eigentlich schnell? Nee. Also du hast dich ja schon öfter verliebt im Leben. Ja, auch schon, aber mein Leben ist ja auch schon lang, ne? Also etwas länger. Ja. Denkst du dann, wenn du jeweils mit jemandem in einer Beziehung bist, dass das für immer ist? Oder denkst du,
Nee, das ist ein Lebensabschnittsgefährte, sagt man doch immer. Das habe ich bisher gedacht. Aber jetzt denke ich tatsächlich. Also im Voraus schon, tatsächlich. Mhm. Also ich habe immer gewusst, und deswegen habe ich mich auch nie gebunden, war ja nie verheiratet. Genau, ja. Dass danach noch was kommt. Also wie in meinem Beruf auch. Eigentlich war mein Abschnitt immer 6 Jahre. Der hatte sich dann im letzten Jahr, bei der letzten Beziehung verdoppelt. Und jetzt denke ich aber, dass der Partner, den ich jetzt habe, der Pep, dass wir beide unglaublich gut zusammenpassen, weil wir eben nicht Knall auf Fall da reingestolpert sind, sondern weil wir einfach gemerkt haben, dass die Beziehung wächst. Das ist für beide wahrscheinlich eine neue Erfahrung, Dinge wachsen zu sehen, die immer besser werden und immer besser, ja, auch ein besseres Gefühl geben. Mhm. Also so eine Gemeinschaft, die auf Zukunft gebaut ist, würde ich schon so sehen. Mit 80 heiraten, das haben wir schon gesagt. Klar, ja. Ich bestehe darauf, wir haben es auf Band, ich werde dich darauf festnageln. Schon so, ich glaube, wir trinken ein. Ja. Vielen herzlichen Dank für den tollen Tag. Mhm. Ich danke dir. Jetzt gehst du ins Bett und ich gehe ins Bett. Und dann sehen wir uns morgen früh zum Frühstück. Willst du Spiegelei oder Rührei? Spiegelei wahrscheinlich, ne? Spiegelei. Ja, aber sollte ein Herd vielleicht anmachen? Hab ich. Hast du auch volle Pulle? Volle, ich konnte dich lesen. Volle Pulle. Ja, du kannst dich lesen. Ja. Darf ich dir mal was leihen? Nee, es ist so abgenutzt. Ist. Aber ich fange schon. Wie abgenutzt? Nee, also weil du viel kochst, was ein gutes Zeichen ist. Ja, genau. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass meine Kurzsichtigkeit durch die Altersweitsichtigkeit dann so ausgeglichen wird. Weißt du? Das ist irgendwie, ich bin sehr kurzsichtig. Und du bist kurzsichtig. Genau. Du siehst mich also morgens, wenn ich aufstehen würde, total klar. Ich sehe dich jetzt ganz klar, ja. Ah, okay. Ja, klar. Das ist natürlich schlecht. Weil ich finde Männer, die weitsichtig sind, für Frauen im Alter besser. Die wachen so, nämlich morgens so auf. Ja. Weil die dich sehen, dann so, Schatz, du siehst toll aus. Ja. Ich sehe, ja. Du hast es erfasst. Genau. Also, jetzt machen wir mal hier, geben wir mal ein bisschen Gas. So, ja. Du kriegst ein Ei. Ja, aber es ist noch nicht so weit. Ja, es ist noch nicht so weit, aber du kannst das Ei ja schon mal... Ich mache Handwärme. Ja, du kannst schon mal so tun. Ich schaukel das Ei ein bisschen. Ja, ich finde auch, es ist ein bisschen kalt, das arme Ei. Du darfst dein Ei, nee, ich mach mein Ei. Ich finde es noch nicht heiß genug. Doch, das ist heiß, es ist heiß, sonst verbrennt uns das. So, ganz kuschelig. Du deins auf die Seite. Und jetzt hauen wir noch ein Dings daneben. Ein Fenli, kleines Fenli für das Speckli. Und du kochst wirklich nicht so oft, ne? Ich glaube, wir sollten... Die ist schon heiß. Ja, aber die Pfanne kommt. Muss heiß sein, Gabi. Das kommt. Du bist echt ungeduldig, ne? Du hältst immer so die Pfanne hoch und sagst, mach doch mal. Hey, wir haben die Zeit nicht. Ja, so, genau. Ne? Ja. Hey, du Pfanne. Jetzt mal doch mal. Ich habe nicht Zeit, so lange zu warten. Ja, das ist wirklich wahr. Ja, aber man muss auch mal müssen. Darum komme ich auch immer am liebsten an einen gedeckten Tisch, weil da ist schon alles da, da kann ich essen und bin auch ganz schnell wieder weg. Nee, nicht immer. Willst du? Abends kann ich ganz gemütlich ausdrücken. Ich kann das gerne für dich zubereiten und du setzt dich an den gedeckten Tisch. Nein, wir machen das gemeinsam. Okay. Ja, das ist volle Pulle. Also heißer als heiß. Du merkst ja, die ist schon... Meinst du, das ist schon soweit? Hast dein Händchen. Jetzt könntest du richtig mir die Hand reintun. Wir legen jetzt die Hände übereinander. Aber das dauert ja ewig. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ich hab hier das schönere. Wo sitzt du? Also das ist das schönere Ei, deswegen musst du hier sitzen. Ah. Also das hier. So. Hast du gut geschlafen eigentlich? Hast du gut geschlafen? Du bist ja da ganz ungewohnt untergebracht gewesen. Ja, aber ich hatte, wie soll ich sagen, eine flüssige Schlafhilfe. Ich hatte schon mal Gäste, die haben sich beschwert, dass die Enten so laut gewesen wären. Stimmt. Tatsächlich. Mhm. Ja, das ist aber so ein Bodenseephänomen, ne? Das sind überall Enten. Ja, guck an. Tatsächlich aber mit einem Blick aufwachen, der echt Hammer ist. Ne? Mhm. Ist dein Schlafzimmer auch in diese Richtung ausgerichtet?
Hm? 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 Ja? Mhm. Was machen wir denn heute Schönes, Aufregendes? Also heute denke ich mir, also gut, Pip, mein Lebensgefährte. Ist den lernen wir heute kennen. Ja, der Voll. Ist ja schon auf dem Golfplatz, weil der hatte sich um 9 Uhr verabredet und hatte Abschlag. Und ich habe ihm versprochen, dass ich nachkomme. Mhm. Und ich würde dich gern mitnehmen, super. Wenn du Lust hast. Aber ich habe schon überlegt, mit deiner Jeans, vielleicht könnte man da ein paar Karos draufmalen. Oder man darf nicht mit Jeans auf dem Golfplatz, ne? Ja, ist nicht so, also die blauen Jeans, ich habe ja auch eine Jeans an, die sieht halt ein bisschen anders aus. Er ist nicht so gern gesehen, das gehört zur Etikette. Oh Gott. Aber, oh Gott. Nicht, dass ich jetzt da dir einen schlechten Im Notfall ziehe ich dir die aus und dann. Das ist meine Aussicht. Ich könnte natürlich auch. Wäre es weniger schlimm, wenn ich in meiner Unterbuchse da stehe als im Jeans? Dann mache ich das. Ist ja schön warm heute. Was hast du denn für eine Größe? Vielleicht passt du ja meine Hose. Immer, bei mir ist immer alles XS. Also nicht alles, was die Kleidung angeht. Immer klein. Mhm. Also das heißt. Ich hätte noch so eine Stretch. So ein schönes Ballerina-Höschen kann ich mir von dir leihen. Mhm. Wahrscheinlich passt es mir wirklich, das ist echt demütigend. Oh. Könnte es sogar sein, ja? Mhm. Mhm. Spiele ich ja noch Golf? Darf ich da mal probieren? Finde ich schon. Ja? Mhm. Ja, so eine Patchwork-Familie können wir jetzt sein, ne? Körbchen. Jackpot! Wir haben eine Glückssträhne. Ja, wieso sind die gelb? Die sind normalerweise weiß, Golfbälle, oder nicht? Ja, sehr unterschiedlich. Komm mal, jetzt. Okay. Kannst du das tragen? Nicht zu schwer? Das war eine gute Ernte. Wenn du direkt bis zu dieser 250 kommst, dann bist du gut. Schafft das irgendjemand? Doch, ja, ja. Was? Ja, die Profi ist 300. Mhm. Auf alle Fälle. Das sind Meter, oder was? Ja, die letzte sind 250 Meter. Ja. Also die Profis schlagen 300. Auf, also oder du versuchst, den Baum zu treffen, ja. Das machen auch viele. Die Nein, aber was ist dein Handicap? 28. Ist das gut? Nee, ich bin sehr schlecht. Was ist denn gut? Gut ist null. Ach so, das ist ja so, ne, je weniger, desto besser. Okay. Also jeder, also der Golfplatz hat 18 Löcher. Ja. Im Durchschnitt muss man mit 4 Schlägen drinnen sein. 18 mal 4 ist 72. Wenn ich mit 72 Schlägen in allen Löchern bin, ja, habe ich Handicap 0. Das schafft. Ach, jetzt kapiere ich das auch endlich. Sehr gut. Genau. Ach, so geht das Spiel. Jetzt so. Ich bin eigentlich nur wegen Champagner, ehrlich gesagt. Genau. Wenn ich 73 Schläge brauche, habe ich Handicap 1. Aber dann ist 28 doch okay. So schlecht ist ja, es aber nicht. Trotzdem. Ja, ist schon gut. Der macht schon schöne Lines. 32, ich glaube, ich habe mich gerade verschlechtert. 32, irgendwas. Und wird das dann irgendwo in einem Büchle geschrieben? Und ja, ja, das wird verwaltet vom Deutschen Golfverband. Mhm. Ja, aber es geht ja auch um Spaß, oder? Ja, nur, ja, also, speziell wenn ich mit der Gabi auf die Runde gehe, wir haben immer Spaß. Ja. Das ist, und es ist ein Wettbewerb, das ist ja unser Hobby. Nee. Jeder spielt gegen sich selber. Ja. Lass uns doch mal, ich würde es einmal gerne einmal probieren. Ja, um den Gegner zu verwirren. Ja. Alter! Fast. Bam! Und guck! Oh, sagenhaft! Traumhaft! So, mach mal nach. Hier. Wie habt ihr euch beiden denn eigentlich kennengelernt, um mal so direkt mit der Tür ins Haus zu fallen? Also es gab da eine Golf-Charity-Veranstaltung in Bad Griesbach und ja, das war sehr, sehr lustig. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Hast du denn gewusst, mit wem du es zu tun hast? Nee. Also nach dem 18. Loch bin ich dann ins Hotelzimmer und habe mal gegoogelt. Ach, guck an, das hat er mir noch gar nicht erzählt. Okay. Und dann habe ich gewusst, bei der Abendveranstaltung habe ich gewusst, mit wem ich es da zu tun habe. Und hast du dann auch, und ich war sehr, sehr überrascht und ich war sehr angetan, wirklich. Und du bist auch bei den Veranstaltungen mit dabei, bei fast allen, ne? Ich bin bei sehr vielen Veranstaltungen dabei und meine Funktion ist aber allerdings mehr der Chauffeur. Bist du, also arbeitest du noch aktiv? Weil so, wenn du tatsächlich die Gabi begleitest, hättest du eigentlich gar keine Zeit mehr für einen normalen Job. Irgendwie. Nein, das ist so, ich komme aus der Immobilienbranche und ich habe mein Geld in Immobilien investiert und kümmere mich jetzt um meine Mieter. Also kann man sagen, Privatier mit abgeschlossener Vermögensbildung? Ja,
Ja. Nennen wir es so einfach. Ja, genau. Okay, sehr gut. Okay, und jetzt Butter bei die Fische. Wer hat die Hosen an? Wir beide. Ja. Ja? Also wir wechseln uns da ab. In manchen Bereichen Pip, in manchen Bereichen ich. Genau. Das und es geht so hin und her. Ja. Zwischendurch gebe ich nach, zwischendurch gibt er nach. Und dann passt's. Die rote Fahne, ja. Das sind also die 166 Meter. Das heißt, okay. Es ist ein Paar 3. Wir müssen mit 3 Schlägen drin sein, dann haben wir ein Paar gespielt. Ach so, ich habe 3 Schläge. Genau, okay. 3 Schläge hat man und dann ist man Paar. Aber da ist ein See dazwischen, der landet doch bestimmt an dem See dann. Ja, muss man, darum hat man die Schrägstellung vom Schläger, ja. Damit der Ball steigt. Das ist ja doch komplizierter. Ich dachte, man hat so einen Schläger und haut auf Bälle. Wenn du ihn so triffst, ja. Dann steigt er. Das will ich jetzt aber nicht, ne? Ich will ihn ja weit haben, oder? Ja, weit und steigen. Der muss da über den See drüber. Aber von hier aus, also über den See? Doch. Schaffst du das doch. Über den See ja, hier? Ja, sicher. Ja. Okay, ich mach mal und dann machst okay. Du, dann zeigst du es mal. Boah, das wird so peinlich. Okay. Schaffst du das über den See? Nö. Oh Gott. Ja, spitze. Alter! Wow. Ja, guck. Nein! Der ist in den See, oder? Hau drauf! Gehst du jetzt? Das hat die Sache nicht besser gemacht. Jetzt nimmst du ihn in die Hand. Und den droppe ich jetzt? Drüben. Im waagerechten Hand, ne? Arm. Okay. Ich droppe. Genau. Gut. Gut. Sehr gut. Und ist das der richtige Schläger? Das ist der richtige Schläger. Genau. Jetzt einfach nur rüber. Okay. Ich muss tief rein, ne, dass der hochgeht. Mhm. Ja. Nein! Jetzt haben wir eigentlich im Grunde alles, was so ein tolles Leben ausmacht. Wir haben Golf gespielt, waren in einem tollen Haus mit Blick auf den See. Und das heißt doch immer, entweder Golf oder Pferde. Und du hast beides, ne? Ja, aber die Pferde waren zuerst da. Golfen kam eigentlich eher zufällig durch eine Freundin. Und die Pferde kosten eben sehr viel Zeit und Golf kostet sehr viel Zeit. Und jetzt habe ich aber die Pferde natürlich abgegeben, weil meine Tochter ja weg ist. Aber es stehen von ihren Jungen steht zumindest noch einer da. Magst du den sehen? Bist du etwa auch noch pferdebegeistert? Wir hätten noch etwas Zeit und ich kann ja auch kein Golf spielen und reiten kann ich auch nicht, also spricht eigentlich nichts dagegen. Dann streicheln wir ihn einfach. Oh ja. Der ist ein Riese, der hat Schulterhöhe 1,80, der ist noch ein Baby und ist ein Schmuser. Dann gehen wir zum Pferdestreich. Ja? Pferdestreicheln? Ja. Da geht Pferdestreicheln ein kleiner Mädchentraum geht für mich in Erfüllung. Komm, eine kleine Mietze. Ja. Ja. Du musst mehr Gemüse essen. Das ist jetzt veralbert, gell? Das findest du jetzt blöd, wenn wir veralbert wissen. Komm, wir gehen die Pferde füttern. Wir gehen zum Pferdchen. Komm, ja. Auf geht's. Komm mit. Ja. Komm mit. Wir haben einen neuen Kumpel. Ja, wir haben einen Kumpel. Ja. Hey, Nils. Essen Pferde eigentlich Katzen? Ja, Pferde essen keine Katzen. Hey, Nils. Bubilein. Das sind jetzt alles Bubi Light? Nein, das ist nur einer im Blauen, der im blauen Hemd, weil der ist frisch geschoren. Ah, okay. Das ist nicht nur der Größte, er ist auch der Jüngste von allen, also der Längste. Und da hinten können die runter und da haben die eine unendlich große Koppel. Hallo Nils. Ja. Ja, du bist aber ganz eine Freche. Ich habe total Panik. Ich habe vor den Pferden überhaupt keine Angst. Ich habe nur vor den Spurenzaun Angst, weil sie so hängen bleiben. Aber ich gebe dir jetzt mal noch den Korb. Sehr gerne, ja. Damit du mal aus dem Korb noch was füttern kannst. Oh ja, bitte. Du musst einfach da schnell durch, bevor der Schlag kommt. Hallo. Hast du es schon erlebt? Komm mal hier. Komm, Nils, jetzt kriegst Möhrchen. Du noch eins. Gabi, und schon wieder bin ich beeindruckt von deinem Leben. Das ist, ja, hier, Boot, Golf, Pferde, das ist alles, das ist der Hammer. Aber das Leben ist ja kein Ponyhof, ne? Du hast dir das ja auch alles erarbeitet. Absolut. Gab es in deinem Leben auch mal Zeiten, wo es knapp war, wo du gedacht hast, Mensch, jetzt reicht es nicht mal mehr für einen Discounter-Einkauf? Ja, aber das ist auch das Gute dran. Also als meine Tochter auf die Welt kam, habe ich ein Jahr ausgesetzt. Und das, was ich hatte, was ich gespart hatte, also es waren so damals 40.000 Mark, die ich auf der Seite hatte. Und ich dachte so, na ja, gut, damit kannst du ja ein Jahr auskommen, wenn du jetzt ein Baby großziehst, machst du mal ein Jahr Auszeit. Ich war nur blöd genug, dieses Geld dem Vater meiner Tochter
zu leihen, der es mir auch gleich wieder zurückgeben wollte. Und auf dieses Zurückgeben warte ich noch heute. Also gehst du in eine Phase ohne Geld und du bist ja, wenn du frei bist, bist du ja nicht abgesichert, nirgends. Ne? Du kriegst ja jetzt kein Mutterschutzgeld oder irgend sowas. Ja, und da weiß ich schon, also ich hatte schon Angst, wenn dieser Briefkasten klapperte, dass da irgendwas kommt, was ich im Moment nicht bezahlen kann. Und da gab es dann einen Banker, der hat relativ lang mich gedeckt, weil ich glaube, ich war bei minus 20.000 bestimmt schon D-Mark. Und ich habe ihn später mal gefragt, weil das ist ja selten, also heutzutage ist sowas ja ganz schwierig. Ne? Ich habe ihn später mal gefragt, warum er das eigentlich gemacht hat. Und dann hat er mir gesagt, weil ich genau gewusst habe, sie schaffen es. Ne? Und dieses Vertrauen von Menschen in Menschen, das fehlt heute so ein bisschen. Ne? Also heute kriegst du ja, also wenn du wirklich einen Kredit brauchst, musst du ja erst mal nachweisen, was du dagegen bieten kannst, damit du den Kredit kriegst. Dann kannst du es ja eigentlich gleich lassen. Ne? Und das war so ein Vertrauen, das finde ich, das geht manchmal heute so ein bisschen verloren, dass man einfach sagt, ich vertraue dir, du schaffst es wieder. Und es war ja dann auch so. Ich habe dann ja relativ schnell alles wieder zurückbezahlt. Hast du selber auch an dich geglaubt in dieser Zeit? Ja, aber du kriegst schon Angst. Also was Existenzangst ist, weiß ich. Also du kriegst wirklich Angst. Was jede alleinerziehende Mutter kennt. Ne? Mhm. Du bist ständig am Balancieren von links nach rechts und irgendwie kriegst du das alles unter einen Hut. Und am Schluss habe ich es unter einen Hut gekriegt. Und ich glaube, das ist eigentlich die größte Tat in meinem Leben, dass ich das eigentlich geschafft habe. Wir haben mit Champagner angefangen und ich dachte zum Schluss, damit sich der Kreis schließt, deswegen habe ich uns mal... Nee, was ist denn das jetzt? Prosecco, ein personalisierter Prosecco für dich. Auch schön warm, ne? Und für mich, ja. Das ist nur, weil die Außentemperatur so kalt ist. Kommt Luxus, Tussi, das finde ich jetzt, aber bezieht sich das jetzt auf dich? Und auf mich. Nee, für Gabi, ich glaube, ich spinne. Ja, und für mich. Und sogar richtig geschrieben. Absolut richtig. Wobei, das kann man noch nicht... unsere beiden Namen sind schwierig, auch, ne? Ja, eben. Tatsächlich. Mhm. Wir können gerne Dosenstechen machen, damit es dazu passt. Oder halt auf diese beiden sehr schönen Tage noch mal anstoßen. Nils, und danach auch stoßen. Auf dich, Nils. Zum Wohl. So ein Schlückchen. Hm? Na, man weiß ja nie. Hm? Mhm. Der ist echt schlecht. Das ist wirklich der schlechteste Prosecco, den wir beide in unserem Leben getrunken haben. Er schmeckt ein bisschen wie Suppe, weil er so warm ist. Also vielleicht an kalten Tagen ist das gut. Da haben wir am Automaten aus Versehen auf Rinderbrühe gedrückt, glaube ich. Hey, aber also, fürs Bild ist er super. Vor allen Dingen, es liegt ja immer an der Geste. Ne? Ich meine, es ist total süß. Und egal, was es jetzt ist, könnte jetzt auch sonst was sein. Er schmeckt halt irgendwie. Ja. Trotzdem. Wir sind ja hart im Nehmen. Absolut. Ja. Mm. Damit du mal wieder an die Zeit zurückdenkst, wo es nicht so gut lief, weißt du? Ja, ja. Du, aber das ist etwas, das hast du einfach in deinen Knochen. Und du profitierst aber auch davon, weil du da auch weißt, wie es anderen gehen kann, wie sie sich so fühlen. Ja. Und deswegen bin ich auch so ein Typ, der ganz gern hilft. Weil ich weiß, du, es gibt immer Zeiten, da kann es einem schlecht gehen, auch psychisch. Und dann muss man halt mal vielleicht dem anderen sagen, hey Schätzchen, wenn du mal eine starke Schulter brauchst, Pierre, lehn dich an. Siehst du, so, genau. Und schon fühlst du dich besser. Ja. Trotz des schlechten Sex hier. Des schlechten Sex? Sex? Ach so! Ich dachte, woher weißt du das über mich? Nee, du. Ich meine, ich würde mal sagen, selbst du findest es schrecklich, oder? Gibst du da gerade dem Pferd Alkohol? Mal gucken, was er sagt. Was passiert? Nicht. Das ist super! Sorry. Selbst das Pferd ist besser an Champagner gewohnt. Ja. Gabi, schweren Herzens verlasse ich diesen Ort. Pierre, wie kannst du mir das antun? Ja, du, ich bleib auch. Nach so einer schönen Zeit. Ja. Oh Mann, das ist ja echt schade, ne? So schnell vorbeigegangen. Ja. Sah nicht so aus. Ne? Aber ich winke dir. Tschüss, Gabi. Ja, bitte wink mir, damit ich das Gefühl habe, vermisst zu werden. Ich winke. Tschüss. Ja, schau wenigstens, wenn ich winke. Claro. Passt dein Zug nicht. Ciao.